So, da sind wir auch schon wieder. Und genau, jetzt machen wir erstmal dieses Kohlevorkommen hier fertig. Das wird heute übrigens so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Erzförderer-Stream. Könnte man so nennen vielleicht. Sämtliche Rohstoffe, die wir hier kennen, werden erschlossen. Und das ist im Prinzip, ja, heute so, so ein bisschen unsere Kernaufgabe, sagen wir das mal so. Wir brauchen auf jeden Fall. Ach ne, ich habe noch 20 Erzförderer. Ja, easy, dann machen wir das erstmal. Ansonsten sollten unten inzwischen noch genug wieder da sein. Aber vorher. So ein paar Sachen gefallen mir hier nicht, deswegen sortieren wir nochmal durch. Oh. Und gleich ist wieder Stromausfall, pass auf. Halt, warte mal, die müssen da bleiben, weil die können wir sowieso nicht verschieben hier. Kommen wir anders auch nicht dran, oder? Warte, ich teste das gleich nochmal, aber das ist halt echt kacke hier. Das ist echt so eine Geschichte, die wurmt mich. So, das hier machen wir ein bisschen sauberer. Gleich ist sowieso Stromausfall. Nee. Ich hoffe, nicht so schnell. So, warte mal. Eine saubere Stromleitung hier rüber. Das wäre erstmal ganz praktisch. Dann brauchen wir uns nämlich um den Rest keine Gedanken zu machen. Und das machen wir hier rüber. Na komm. Genau, dann können wir hier mal eben alles freiräumen. So, genau. Im Prinzip ist auch das Förderband noch so ein bisschen im Weg, aber Fakt ist auf jeden Fall, hier können wir was machen. Der Knackpunkt ist halt hier diese komische Ecke. Klingt komisch, aber könnte funktionieren. Hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Genau, die haben jetzt nur Kohle in dem Bereich drin. Kriegt jetzt jeder eine Kohle. Dann arbeiten die wenigstens schon mal endlos, beziehungsweise so lange, wie Kohle vor Ort ist. Dann ist der hier zuständig für die letzte Popelkohle, die da noch liegt. Genau, okay, dann haben wir das Problem gelöst. Genius. Und das hier können wir dann auch anders machen, nämlich so rum. Ja. Oh, ich habe kein Dings mehr. So. So. Der muss schon dahin. Und der hier müsste eigentlich schon dahin, weil. Na, pass auf, machen wir so. Und der kann zufälligerweise sogar schon arbeiten. Wahnsinn, aber der hier kommt einfach wieder nach unten und dann kann der noch mit dazu. Haben wir zufälligerweise eine Landaufschüttung? Ne, ich brauche ein bisschen Stein. Warte mal, ich hole mir mal ein bisschen Stein. Weil das hier, das nervt mich schon wieder. Wir machen mal diesen Gammelsee dazu. Den braucht nämlich sowieso kein Mensch, ehrlich gesagt. Habe ich die Ziegel versehentlich mitgenommen, aber ist okay. Kriegen wir hin. So, Hauptsache, wir können diesen komischen Erzförderer da vernünftig hinstellen. Ich weiß, der ein oder andere sagt vielleicht, hey, der Typ, der verschwendet viel zu viel Zeit für diese Scheiße. Ja, ist richtig, aber das ist genau mein Ding. Gut. Ein paar fehlen noch. 2, 3 oder so. Ja, von mir ist auch 4. Genau.
Hier oben das Förderband, das müssen wir dann auch nochmal verlegen. So, und hier haben wir jetzt einen Block vorm Förderband abgedeckt und hiermit hätten wir dann das Förderband selber auch mit abgedeckt. Also kann das Kohleförderband schon mal da bleiben, das ist auch nicht schlecht. Hier machen wir noch einen hin. Und das hier passt sogar ideal. Okay, cool. Achso, der Olle Baum mal wieder. Ja, wie gesagt, das Kohleförderband, das muss hier mal kurz aus dem Weg. Hm, für 44 Kohle. Dann stellen wir ihn damit hin. Ja, okay. Es ist relativ viel Kleinkram hier mit dabei, ne? Aber egal, wir schmeißen hier nichts weg. Ich bin ja so eine Art Rohstoff-Messi, könnte man sagen. Hätten wir auch nach unten leiten können, ne? Naja, jetzt ist es egal. Halt! So, dann haben wir da im Prinzip schon mal die eine... Ja, die eine Lane am rumarbeiten, genau. Pass auf, wir setzen oder stellen da schon mal Stromverbindung her. So, genau. Dann kann der ganze Quatsch hier schon mal wieder verbraucht werden. Hier oben wird gerade nichts verbraucht, weil das eigentlich nur tatsächlich für die Steinproduktion ist. Und da brauchen wir halt nicht immer was davon, ne? Außer nachher für uns, oh, für unseren veredelten Beton. Da sollten wir vielleicht nochmal ansetzen, glaube ich. Ich denke mal, das ist keine schlechte Idee. Dann haben wir nämlich das auch schon mal auf Kante. Ja, das sollten wir tun. So, und hier leiten wir das auch mal nach oben. Ja, keine Ahnung, du kannst da irgendwas drüber schmeißen, ist mir egal. Ach so, stimmt. Warte. Und zwar... Ich meine, die werden wahrscheinlich ganz zum Schluss erst leer laufen. Aber dann tun sie es wenigstens. So, und hier fehlt noch einer. Und hier machen wir einfach so eine Doppellane davon. Ich glaube, das geht. Ja, und die paar Förderer hier, die können eigentlich den ganzen Krempel hier oben übernehmen, glaube ich. Ja, machen wir. Pass auf, dann hast du quasi hier... Genau, wieder beide Lanes voll. Und dann läuft das. Dann kriegen die noch ein bisschen Strom hier. Und dann haben wir auch das Kohlevorkommen zu 100% erschlossen, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich zum größten Teil Material, was hier noch ewig vorhalten wird. Aber egal. Das ist okay. Was macht unser Lager? Drei Reihen voll bisher erst, okay. Aber wir haben ja auch noch eine Million hier, ne? Ja. Ja. Wir sollten demnächst anfangen, dass wir oben auch irgendwas verbrauchen. Das wäre nicht schlecht, oder? Ich bin momentan bin ich so komplett im Sammelmodus irgendwie. Aber wir sollten tatsächlich auch wieder anfangen, Rohstoffe zu verbrauchen. Aber ich brauche jetzt erstmal auf jeden Fall ein paar Erzförderer. Denn auch das Steinvorkommen wartet noch. Das ist noch nicht allzu groß. Ich meine, vier Stück haben wir noch, aber ich hole noch mal eben ein paar zur Sicherheit. Haben wir ja da hier zum Beispiel. Zack. Jetzt haben wir 50. Okay. Ich neige auch manchmal dazu, ein bisschen zu übertreiben. Willkommen bei Factorio. So. Ist hier unter dem Förderband irgendwas an Steinen? Nee, sonst könnte ich da einen Förderer hinbauen. Okay. Der hier wird abgebaut. Ach, hier hinten, genau. Oben passt, aber hier hinter. Na gut, dann müssen wir nur ein paar Förderer hier hinklatschen, dann passt das wieder. Da brauchen wir gar keine ganze Föderation. Oh. So, warte. Oh Gott.
Tja, das geht. Genau. Verdammt. Ich müsste diese Kiste loswerden. Das ist gerade das Problem. Haben wir noch? Zufälligerweise... Nee, haben wir nicht. Ich brauche gerade mal ein bisschen Eisen. Also kein Erz, sondern vernünftiges. 58 noch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier ist es ist was fertig. Einmal, nochmal. Da wird auch noch mehr fertig sein, ja, hier zum Beispiel. Genau, 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauche gerade mal so ein Ziegellager. Oder wir bauen einfach mehr davon, oder? Warte mal, was brauchen wir für den veredelten Beton? Stahl, Eisenstangen. Oha. Ja gut, das ist so das nächste, was wir dann brauchen. Also was heißt brauchen, aber was ich haben möchte, sagen wir es mal so. Aber erstmal Kisten. Ja, ich weiß. Ich möchte den Kram nur... Oh Gott. Achso, lol. Nur mal eben kurz umlagern. Ich pack das da mal eben mit rein. Mal gucken. Das ist doch nur eine Holzkiste. Jetzt komm schon. So, jetzt. Genau, dann können wir den Kram... mich damit dran schmeißen, haben unser Ziegellager trotzdem noch. Genau. Und dann brauchen die Kollegen da hinten noch ein bisschen Strom und vor allem ein Förderbandanschluss wäre nicht schlecht, ne? Na, das leiten wir einfach da hinten mit rum. Okay. Ist zwar nicht ganz fair, aber hier. So. Ich denke, damit haben wir hier im unteren Bereich alles an Rohstoffen soweit, ja, in Beschlag genommen. Was hier halt gerade vorrätig ist. Außer halt hier der ganze Kram, das ist klar. Uran, wie viel hast du noch? 13k, okay, das dauert noch ein bisschen länger, als ich dachte. 49, Wahnsinn. Nö, aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Dann sollten wir langsam dazu übergehen, hier oben. Ah, ich wollte gerade sagen, Dinge zum Verarbeiten bauen. Oder alternativ werden wir einfach hiermit weitermachen. Das war ja eigentlich meine Intention für den heutigen Stream. Ja, machen wir. Genau. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich einen ganzen Haufen Erz für dabei. Ich habe jetzt noch 49 dabei. 59, aber... wir rüsten das Ganze mal ein bisschen auf, glaube ich. Keine Ahnung, ob wir die alle brauchen. Alter, wir haben jetzt über 200, nee, 250 haben wir sogar. Wahnsinn. Wenn wir sie nicht brauchen sollten, schmeißen wir den Rest einfach hier unten in die Maschinerie mit rein. Dann sollte das auch gehen. Ach so, ich wollte noch mal eben hier drüben gucken, warte mal. Läuft alles und hier war da noch irgendwas fertig, was ich nicht gesehen hatte gerade beim schnellen drüber gucken. Nee. Momentan noch nicht, aber die hier, die werden alle so nach und nach jetzt den Geist aufgeben. Die haben nicht mehr viel. Okay, der hier hat noch 30k, lol. Aber die arbeiten auch nie, weil hier alles voll ist. Ja, okay. Der Verbrauch ist momentan ja auch nicht so hoch, daher... ist es, glaube ich, normal. Ich meine, klar, die Schaltkreise werden gebaut. Für die Dinger hier, genau. Und unten werden die Erzförderer gebaut. Ich denke, das reicht an Verbrauchsgedöns. Gut, wir gehen wieder hoch. Und werden einfach nochmal, ja, keine Ahnung, 200 von diesen Erzförderern in die Weltgeschichte schmeißen. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee.
Lager füllt sich noch. Sehr schön. Die sind doch anscheinend auch ein bisschen beschäftigt hier. Wir hätten den Teiler vorher bauen sollen. Also weiter hier, ne, oder? Ach, geht schon. Das hat keine Eile hier. Hauptsache, der Kram kommt weg. Eine Kiste hat 2400. Das ist natürlich nix. Ja, vor allem in Betracht der Tatsache, dass das Kupfervorkommen hier mal eben 1,1 Millionen groß ist. Aber wir werden ja auch demnächst wieder anfangen, Dinge zu verbrauchen. Aber ich möchte halt erstmal einmal diesen Grundstein machen von wegen, zack, wir haben jetzt erstmal Rohstoffe und brauchen uns keine Gedanken mehr dazu machen. Den Punkt haben wir jetzt gerade, aber mit den kleinen Erzvorkommen da unten wird das natürlich nicht lange anhalten. Und hier diese Bahnhofsgeschichten, die müssen wir nochmal ein bisschen umbauen, denn die sind nicht unbedingt effektiv, um das mal so zu sagen. Der ist fertig, scheiße. Wir haben es echt ein bisschen übertrieben. Warte mal. Da. So, nicht liegen lassen, das gute Stück. Denn die brauchen wir noch. So, der Kollege hier ist auch schon fertig. Der noch nicht. Und hier unten, klar, das sind nur die Randgebiete gewesen und da ist es logisch, dass da nicht so viel Erz rumfliegt, genauso wie hier auch. Der hier hat noch 23, ernsthaft. Oh Mann. So, der ist fertig und der ist auch fertig. Schön. Ja, dann haben wir hier so ein paar Steinbrocken stehen, ne? Und ich habe so ein bisschen Schiss wegen dem Alien-Lager. Oh, Kacke. Wegen dem Alien-Lager hier oben. Aber da müssen wir mal schauen. So, ich packe mal eben so einen Stapel Erzförderer da noch mit rein. Können wir noch irgendwas anderes stacken gerade? So nebenbei mal bemerkt. Ich habe die Greife aber dabei. Werden die nicht dafür gebraucht? So, dann sind die nämlich auch weg. Ich habe noch eine Eisenstange. Da könnte man Licht von bauen. Das ist auch weg. Genau, okay. Ne, die Sache ist halt die, wir haben hier bei uns noch keinen einzigen Geschützturm stehen. Und wir haben das ja so eingestellt, achso, das ist Kupfer, genau, das auch, dass die Viecher nicht zuerst angreifen. Die Sache ist die, was werten die Dinger als Angriff, wenn ich mich da hinstelle und ein paar Gebäude baue oder wenn ich unsere Nachbarn beschieße? Das ist nämlich die Frage. Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall zu dicht. Wir werden mal bis hier bauen, also bis zur Hälfte ungefähr. Und dann lassen wir es gut sein. Ich denke, das wird dann auch reichen. Okay, legen wir los. Auch hier. Ach, hier liegt ja schon der zweite Lane, ne? Ach ja, stimmt, ich habe das hier in diesem Wechsel gemacht, genau. Ist gar nicht so dumm gewesen. Ja, okay. Hier ist so ein Stein, warte mal. Das ist mies, man kann halt nicht mehr erkennen, kann ich durch diesen Stein durchlaufen oder nicht, oder vielleicht, oder ein bisschen nur. Aber wir sind hier sau viele. Oder lassen wir die mal so lange so liegen hier. Ja, okay. Wir werden ja gleich wieder ein paar Sachen los, ne? Ja, kein Problem. Wir fangen am besten schon mal an. Und zwar in diesem Abstand hier. Ach, lol, wie die Steine sind. Auch nicht schlecht, ey. Und vor allem, was vielleicht noch ein bisschen schneller geht, ist, wir können schon mal ein paar Förderbänder hier hinschmeißen. Oh. Da drüben ist noch, ja, da drüben ist noch, sehr schön. Weil die werden wir ja auch mal relativ schnell wieder los, die Dinger. Jetzt liegen die hier auch noch drauf, scheiße. Ah, das ist ein endloses Problem hier. Jo, damit sollten wir auf der Höhe zumindest alles haben. Und da wird ein Slot frei. Oh, da ist noch ein Stein, verdammt.
Genau, und damit gehen wir ungefähr mal bis da. Ja, machen wir es mal bis da. Das waren 50 Steine, Wahnsinn. Aber wir können mal eben das Zeug da hinlegen. Schon wieder voll, Wahnsinn. Warte. Wir können auch momentan irgendwie nichts loswerden. Und alles noch Dinge, die ich brauche. Zwar jetzt gerade nicht, aber naja. Ist egal. Wir machen stumpf weiter. Und zwar können wir ja ganz easy hier mit der anderen Seite vom Förderband weitermachen. Dann haben wir nämlich gleich auch schon mal den ersten Stack an Erzförderern verbraucht. Stromkabel legen. Und so weiter. Achso, hier ist noch Stein, lol. Die ist auch noch da. Wie viele das sind, haben wir noch gar nicht gehabt. So, und hier müssen wir noch einen weiter raus. Das machen wir jetzt mal, ja, dahin. Oha. So. Genau, Stromkabel verteilen. Das machen wir mal eben hier außen zuerst. So, hier unten fehlt auch noch, aber wir haben einen Slot frei. Wahnsinn. Ach so, ich muss da irgendwas reintun, ne? Warte mal, dann nehmen wir die Erzförderer. Mist, ich wollte nicht das Förderband freiräumen, aber das kriegen wir gleich hin. Wir bräuchten noch ein paar Förderbänder. Und zwar diesmal wieder mit Tunnel. Exakt. Und hier können wir auch mal kurz einen Teiler reinbauen. Und wir können da auch nochmal einen Teiler reinbauen. Und schon haben wir wieder einen Slot frei. Ah ne, halt, warte, der muss ein weiter hoch. Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. So, da müssen wir die Stromverbindung irgendwie anders bauen. Machen wir das mal eben so. Genau. Achso, hier hinten fehlt ja auch noch was, stimmt. Warte mal, diese Billigstromkabel hatte ich gar nicht mehr. Ne, die haben wir verbraucht. Dann kriegt er jetzt die guten. Ist im Prinzip auch völlig Wayne. Guten, teuren Sachen. Ah, nee, das nicht. So. Hier lag nämlich irgendwo da. So. Oh Gott, Tyler. Da ist er. Oh, verdammt. Wie viel Stein hier einfach rumfliegt. Und da ist noch mehr in diesen komischen Blöcken drin, ey. Naja, okay. Und wieder voll. Grandios. Ach so, ich habe hier übrigens einen Fehler gemacht. Wir müssen... Oh, falsch rum. Warte mal, der dreht die ganze Brücke, ne? Zack, genau. Das muss nämlich so sein. Und der hier geht damit ran. Korrekt. Und hier oben kommt dann im Prinzip die nächste Reihe dann. Und dann machen wir noch ein bisschen Platz frei. Hier müsste dann dieser Teiler wieder hin. Ja, und wie gesagt, diese Reihe hier machen wir noch. Und alles, was darüber hinausgeht, überlassen wir erstmal diesen Alien-Viechern. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier erstmal reichen wird. Ich meine, das ist ein 12 Millionen Vorkommen, oder was war das? Achso. 14. Und das waren 17. Also ich denke mal, dass wir hier mit ein Weilchen hinkommen. Mit der nächsten Reihe meinte ich übrigens natürlich eine Doppelreihe. Das ist, glaube ich, klar.
Weil alles andere lohnt sich natürlich nicht. Wir könnten auch von diesen Erzanlagen den Blueprint machen, aber ich finde, dafür sind die Erzvorkommen dann meistens doch ein bisschen zu, ja, individuell. Da liegt noch Stein rum. Und für so mittlere Teile geht's. Aber, nee. Wir kommen noch genügend in die, oder in den Genuss von Blueprints. Da mache ich mir gar keine Gedanken. So, das war die letzte Reihe erstmal. Selbe Spiel machen wir halt, wie gesagt, nochmal mit unserem Eisenvorkommen. Und das wird gleich folgen. So. Oh, das war dumm. Dann gehen wir halt von der anderen Seite da längs. Zack. Okay. Und hier hatten wir erstmal noch gar keine Brücke. Das schmeißen wir alles da rauf. Wir könnten alternativ auch das hier machen erstmal. Ja, pass auf. Oha, scheiße. Dann machen wir das erstmal so. So, Strom. Strom kriegen wir auch hin. Zack. Ah, das war einer zu weit nach oben. Machen wir es so, genau. Richtig. Was macht eigentlich unser Stromnetz gerade? Der entspannt. Na gut, aber ich sag mal so, momentan läuft ja sonst nicht viel. Es sind halt nur wirklich massive Erzförderergeschichten, die gerade laufen. Sonst eigentlich nicht viel. Ja, und wie gesagt, hier diesen Beladevorgang, den müssten wir eventuell nochmal umbauen. Wir müssen halt nochmal gucken, wie gut die Dinger hier hinterherkommen. Wir können zum Beispiel einfach hergehen und sagen, dass wir halt immer diese Dreierteilung machen, genauso wie wir es eigentlich auch hier gemacht haben. Ja, aber das ist dann wirklich so eine Feinheit, da müssen wir mal gucken. Solange hier noch genügend Zeit ist, die Kisten wieder zu befüllen, ist es gar kein Problem. Ja, aber das sehen wir dann später. Jetzt machen wir erstmal das Eisenvorkommen fertig. Und da haben wir nicht so viele Aliens in der Nähe, richtig? Naja, nicht so dicht dran auf jeden Fall. Uran haben wir noch, 12k, bald ist es soweit. Genau, und wenn wir das Eisenvorkommen fertig haben, dann werden wir dieses Uranvorkommen holen. Ich weiß, heute ist echt so ein Erzförderer-Verteiler-Stream. Aber dann können wir am Wochenende wieder durchstarten mit irgendwelchen Blueprint-Geschichten und Fabriken und Co. Ach so, was macht das Kupferlager? Sechste Reihe, okay. Fünf sind voll. Immer noch 1,1 Mille. Ja, wir müssen den Kram verbrauchen. Aber erstmal noch mehr Eisen organisieren. Genau, hier sehen wir schon. Bei diesem hier kommt relativ wenig an. Der hier ist auch fertig, aber das ist auch nur so ein kleines Gammelding. Das heißt, erster Schritt für dieses Teil hier ist Eisen organisieren. Verdammt. Ich wollte mal wieder so einen Teiler dahin bauen. Eisen ist hier oben glücklicherweise gar kein Problem. Genauso wie Kupfer auch. So, machen wir mal 6 Stück. Ich denke mal, das reicht erstmal. Wie viele Förderer haben wir noch? 50? Achso. Okay, das reicht. Hier ist noch einer. Ja, das reicht, Digga. So, genau. Erster Teiler kommt hier hin. Hier habe ich auch ein bescheuertes System gemacht. Wir werden jetzt mal eben noch 2 Doppellanes oben drüber bauen. Und... Ne, 3 sogar. Werden die 2 Stück nach links rausführen, nachher für diese Seite hier. Und die andere dritte dann noch nach rechts, sodass auf jeder Seite 2 dicke Lanes rauskommen. Die untere hier, die zählt nicht mehr. Die ist schon relativ ausgebucht, sagen wir das mal so. Ja, ich denke, das machen wir so. Nehmen wir den Abstand hier. Warte, das passt nicht. Da muss er hin. Der Baum stand gerade genau richtig. Interessant. Warte mal, hier ist doch irgendwas, keine Ahnung, was habe ich denn da geraucht? So, haben wir damit alles? Ja.
baue wieder so ein paar von den kleinen, weil ich habe gerade keinen Stahl dabei.